Beginnsekunden. Ein letztes Mal starten sie entlang dieser wirklich eindrucksvollen Tribünen. Wunderbare Geräuschkulisse und die Zuschauer sind wirklich ausdauernd. Es sind heute widrige Bedingungen, minus 8 Grad, heftiger, böiger Wind für die Athletinnen. Schwierig zu handeln, aber auch für die Zuschauer, die hier seit teilweise heute früh um 8, um 9 ausharren. Es ist wirklich nicht so kuschelig, obwohl es winterlicher aussieht am heutigen Tag. Aber das ist natürlich gleichbedeutend mit unterschiedlichen Bedingungen auf den Streckenabschnitten. Da, wo es richtig durchgefroren ist, da ist es glatt, da ist es eisig, das schauen wir uns gleich an. Jetzt gehen sie hier zum ersten Mal rauf auf den berühmt-berüchtigten Birksteig. Vorneweg mit der 3, das ist Frankreich, die Favoritinnen. Wie gehabt in derartigen Staffeln Norwegen, Schweden, Frankreich und das deutsche Quartett, würde ich sagen, Außenseiterchancen vielleicht für Italien. Und das, obwohl die Italienerinnen Weltmeisterinnen geworden sind, hier vor ein paar Monaten in Oberhof. Aber sie haben nicht die stärkste Besetzung an Bord. Noch einmal der Start in der verlangsamten Wiederholung. Für Deutschland auf der Startposition Vanessa Vogt. Da rotiert das deutsche Team ein bisschen, hat da schon verschiedene probiert. Janina Hettich-Walz einmal in Östersund, Selina Grotjan einmal in Hochfilzen. Daran ermessen sie jetzt schon, das ist die dritte Staffel. Zweimal gab es norwegische Triumphe, also ähnlich wie bei den Männern. Aber heute, denke ich mal, hier bei den Frauen ist es wesentlich schwieriger für die norwegischen Frauen, das Triple komplett zu machen. Denn die anderen, wie eben erwähnt, gerade Schweden, Frankreich und Deutschland, denke ich mal, sind ganz, ganz heiß darauf, den Norwegerinnen einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Also auf meinem Zettel steht hier kein so richtiger Favorit drauf. Ich habe nochmal natürlich alle Statistiken durchgewühlt und wir sind auf alle Fälle, unsere Frauen sind die besten Schützinnen im Feld, sind aber auch leider die langsamsten auf der Strecke, rein in der Statistik. Aber dass es bei den, dass es heute in der Staffel auch um Schießen geht, haben wir vorhin bei den Männern gesehen. Da kann man sich mit dem guten Schießen auch ein bisschen die Gegnerinnen vom Leib halten. Darauf zählt es heute. So, wir schauen an die Spitze des Feldes. Das war die Französin Lou Jean Monod. Also die Französinnen machen hier in Oberhof einen wirklich ausgezeichneten Eindruck, sind wie die Harpunen ins neue Jahr gestartet. Und zwar in mannschaftlicher Geschlossenheit. Allein im Sprint waren 5 Französinnen unter den besten 10. Wirklich unglaublich, wie sie auch die Bedingungen hier meistern, wie schnell sie in der Spur sind. Brazas Boucher, Sophie Chauveau, auch Lou Jean Monod. Jetzt abgelöst von Vanessa Vogt, die hier eine ganz starke Abfahrt gemacht hat. Natürlich sind sie nicht die langsamsten im Feld. Ich habe hier 4 Staffeln aufgeschrieben und da sind sie von den 4 Staffeln Frankreich, Norwegen, Schweden, Deutschland sind sie die langsamsten. Das nochmal richtig zu stellen, weil Vanessa ja gerade in der Abfahrt ganz gut sich positioniert hat, hier als Erste in den Anstieg reinläuft. Sie war nach dem letzten Weltcup vor Weihnachten noch mal ein paar Tage in der Höhe, hat das ein bisschen anders gemacht als die anderen deutschen Frauen. Die meisten sind unmittelbar nach Hause gefahren, haben noch mal durchgepustet und auch noch mal ordentlich trainiert. Und hier sehen wir, wie sie wunderschön hier rechts auf der Innenbahn an allen vorbeigefahren ist. Vanessa Vogt heißt gute Abfahrtstechnik, aber auch gutes Material. Das hier jetzt der letzte Anstieg, das ist diese kleine Sägespäne, so hier so, Entschuldigung, so heißt der Anstieg und dann geradeaus hoch in die Henkelschleife rein, auch nicht ganz so angenehm zu laufen, auch gut steil. Gibt es ja erst seit ein paar Jahren, ne? Die Älteren werden sich erinnern, das sah hier mal ganz anders aus, auch eingangs der langen Zielgeraden standen noch so Behelfstribünen, die sind jetzt weg, jetzt gibt es ja die Henkelschleife da hinten, auch nochmal eine Chance für viele Zuschauer da zu stehen und sich mit anzuschauen, wie sich die jungen Damen da hochquälen. Interessant hier, auch hier schon viele Betreuer unterwegs, die natürlich nicht nur Zwischenzeiten zurufen, sondern auch Ersatzmaterial bei der Hand haben, alle mit Stöcken ausgerüstet. Haben wir vorhin erlebt, bei den Männern ganz wichtig. Fabian Claude war einer seiner Stöcke vorne an der Scheibenanlage runtergefallen. Da durfte er natürlich nicht nach unten krabbeln und ihn holen. Bekam dann ausgangs des Schießstammes gleich einen neuen angereicht. Und der wurde dann ausgetauscht auf der Strecke durch einen, der ihm dann auch gepasst hat.
Noch einmal dieser wirklich atemberaubende Blick hier rein in die Schüssel. Über 20.000, einmal mehr ausverkauft. Die Tribünen dick besetzt, der Birksteig, Fünferreihen, auch auf der Henkelschleife haben wir gesehen. Das Publikum ist wirklich leidensfähig, denn das Wetter hat hier alles mitgebracht, was es so zu bieten hat in den letzten Tagen. Nur nichts Winterliches. Heute der erste Tag, wo so ein kleiner Zuckerguss drauf ist und auch gleich minus 8 und heftiger Wind. Jetzt schauen wir. Erste Schießen bei Staffeln, das wissen Sie, jeder auf die Bahn, die ihrer Startnummer entspricht. Auf der 1 also Juni Arne Kleif, die Norwegerin, dann die 2 Anna Magnusson aus Schweden und auf der 3 Lou Jean Monod und auf der 4 Vanessa Vogt. Vanessa mit den ersten drei Treffern hat auch als erste mit dem Schießen begonnen, jetzt der erste Fehler. Die USA als erste fehlerfrei durch, das ist Deidre Irvin. Ja, einmal nachgeladen, sehr schnell wieder im Anschlag gewesen, Vanessa Vogt, sehr gut gearbeitet. Auch Norwegen, Schweden, jetzt schon durch mit dem Schießen. Jetzt Frankreich, Lou Jean Monod, die musste da auch nachladen. Das ist die Schweizerin, Amy Baserger, die hier Probleme hat. Jetzt hat sie noch eine Patrone für eine zu treffende Scheibe. Drei Nachladepatronen hat jede. Für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal rein zufällig vor dem Fernseher sitzen und uns zuschauen beim Biathlon, vielleicht noch mal der ein oder andere technische Hinweis. Da sind die Nachladepatronen nicht vorgeschrieben, wo man die haben muss. Können auch irgendwo anders am Schaft sein, da, wo es jedem ganz gut passt, wo er schnell und sicher drankommt. Hier die Slowenin kommt mit einem Nachlader weg. Die kam als allerletzte. Da sind die ersten schon aufgestanden, hat sie sich erst hingelegt. Da ist bestimmt ein Sturz passiert auf der ersten Runde. Sanita Bolina haben wir da noch gesehen, die Lettin, die war jetzt letzte. Und das hier Juni Arne Kleif für Norwegen, die gleich mit einem Fehler begonnen hatte. Durfte hier bei den Weltmeisterschaften vor ein paar Monaten zum ersten Mal bei den ganz Großen mitwirken und hat sich da wacker geschlagen als 12. im Sprint. Mittlerweile fester Bestandteil der norwegischen Staffeln und Vanessa Vogt hat das sehr gut gemacht, hat gemeinsam mit Deidre Irvin den ersten Schuss gesetzt und dann auch sehr schnell nachgeladen. Nicht ganz einfach, Erik, bei diesen Temperaturen diese winzig kleinen Patronen da reinzubekommen. Die sind 2,5 cm maximal lang und auch ganz schön kalt und klebrig jetzt. Ja, kalt eher und ich glaube klebrig nicht so richtig, weil mittlerweile gibt es an den Munitions-, an den Schüssen nicht mehr so Fette. Das ist alles weg. Also ist eher einfach nur kalt und flutschig, weil die an den Handschuhen ist natürlich ein bisschen Feuchtigkeit. Da hast du wenig Gefühl zwischen Daumen und Zeigefinger. Aber die Polin ist auf alle Fälle hier nicht mehr in Führung, die als erste aus dem Schießstand raus ist. Juni Arne Kleif, die Norwegerin, 24 Jahre alt, aus Lillehammer. Bekommt hier ein paar Hinweise. Hat sich wieder an die Spitze gesetzt, war mit 2,5 Sekunden Rückstand als Vierte nach dem ersten Schießen raus. Hier Vanessa Vogt. Minimal der Rückstand. Hinter ihr dann die Startläuferin Italiens, Samuela Comola. Das setzt sich doch so ein bisschen auch der Trend von gestern fort, dass Vanessa am Birksteig ihre Probleme hat. Geht ja mit 3 Sekunden oder eigentlich zeitgleich mit Arne Kleif raus und hat jetzt hier schon 14 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin. Also da fehlt so ein bisschen die Frische. Norwegisches Reservoir an Talenten riesig groß. Sie ist jetzt zwar keine ganz junge mehr mit ihren 24 Jahren, aber im letzten Jahr direkt aus dem IBU Cup zu den Weltmeisterschaften delegiert worden von den Trainern und dann gleich 12. und 13. in Sprint und Verfolgung. Das war stark. Und sofort jetzt einen festen Platz in den Staffeln. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man weiß, wie viele junge Talente danach kommen. Hier hat sie jetzt gewechselt, Vanessa Vogt mit der 4 vom 1-1er in die 2-1er-Technik. Hinter ihr gleich die Französin, die hat das Loch zugemacht, die 7 Sekunden zu Vanessa.
der 11, die Startläuferin der Ukraine, Olena Horodna. Hier kann man mal sehr schön die Techniken vergleichen, wer wie aufrecht läuft, wer im 1-1er versucht oder wer in der 2-1er Technik hier den Bergsteig rauf kraxelt. Die Strecken sind wirklich gut präpariert, sind hart. Man sieht es hier, die Ski tauchen kaum rein in diesen Schnee, der hier in den letzten Tagen schon mal sehr deutlich weicher und tiefer war. Da war jetzt die Gefahr, wenn Sie gestern auffahren, dass es so eine Zitterpartie wird wie letztes Jahr in Le Grand Bornand, als es so richtig eisig war. Da gab es ja auch schlimme Szenen im Massenstart, dass die Athleten kaum laufen konnten. Aber man hat so tief wie möglich und so tief wie nötig gefräst mit diesem Pistenbully. Man hat es glatt gemacht, aber auch in der Abfahrt sieht man doch die Spuren von gestern. Und dadurch, dass man nicht ganz so tief gefräst hat mit dem Pistenbully, ist es oben zwar hart, aber es kann trotzdem an den entsprechenden Stellen ein bisschen aufbrechen. Diese Rillen, die wir hier so ein bisschen sehen, dann ist es wirklich noch gut laufbar. Dann ist das schon ein Riesenunterschied von plus 3 Grad auf minus 6 runter. Ja. Mit so viel Feuchtigkeit in der Strecke, das ist ja, kann ja nur blankes Eis werden. Heute Morgen, als die Techniker rausgegangen sind zum Testen, da war es minus 2 Grad, wenig später minus 7 Grad. Allein da schon eine Spanne von 5 Grad minus, in der man wirklich verschiedene Wachse schon probieren muss und testen muss. Also anspruchsvolle Aufgabe für die Techniker. Juni Annekleif hat offenbar sehr gute Bretter, hat sich nochmal gelöst von den anderen. War ja mit 2,5 Sekunden auf die Polin Sidorowitsch losgelaufen und jetzt mit großem Vorsprung kommt sie zum zweiten Schießen. Alte Bekannte hier beim Schießen, Siegfried Mazet, eigentlich der Männertrainer, aber das hat schon Tradition bei den Norwegern und Norwegerinnen, dass beide Trainer bei jedem Wettbewerb am Schießstand sind. So, im Hintergrund sehen Sie die kleinen roten Windfähnchen. Erik versucht hier krampfhaft durch unsere beschlagene Scheibe etwas erkennen zu können. Fehler beim dritten bei Juni Annekleif. Bisher noch keine ohne Fehler durchgekommen. Jetzt Lujan Monod mit 3 Treffern. Vierter Treffer für die Französin und sie geht jetzt in Führung. Vanessa Vogt schießt langsam, schießt kontrolliert, schießt gut. 4 Treffer hat sie schon. Wieder dieser fünfte. Aber sehr schnell nachgelegt. Und jetzt geht sie gleich mit Juni Annekleif gemeinsam auf die Verfolgung der führenden Lujan Monod und Anna Magnusson, Frankreich und Schweden. Ja, so schnell geht's. Vor 6 Minuten war Vanessa Vogt 7 Sekunden vor Frankreich. Jetzt haben wir eine Runde dazwischen und ein Schießen und dann plötzlich führt Frankreich mit 16 Sekunden vor Deutschland. Also eine etwas schwache Runde von Vanessa und ein sehr schnelles Schießen von Lujan Monod, der Französin. Dann haben wir die 16 Sekunden Rückstand. Tschechien fertig mit dem Schießen. Teresa Wobornikova, die Tschechinnen haben alle eingesetzt, die sie hier mit in Oberhof haben. Da durfte auch wirklich keine krank werden, haben nur 4 Läuferinnen hier am Start gehabt. Ja, und die Form der tschechischen Mannschaft sehr, sehr durchwachsen. Ich bin gespannt, ob sie noch die Kurve kriegen bis hin zu den Heimweltmeisterschaften in Novem Mjestu. Für Österreich ist das Tamara Steiner. Und nochmal die sehr gute Schützin Anna Magnusson, die unbemerkt von den anderen auch sehr schnell geschossen hat, sehr schnell und gut nachgeladen hat. Sehr originell, wie sie da oben ihre Reservepatronen angeordnet hat. Wie gesagt, dafür gibt es keine Vorschrift. Eine Waffe muss 3,5 Kilogramm schwer sein. Schwerer darf sie sein, leichter nicht. Nochmal das Schießen von Vanessa Vogt. Hier ihr Bruder Kevin Vogt. Also man darf die Ersatzschüsse haben, wo man möchte. Man muss halt nur wissen am Ende, wo sie auch sind. Genau. Gibt es ja auch Bilder, wo man Athleten sucht, die Athleten sieht, die sie suchen. Hattest du eben gesagt, ne, ihr Bruder, ihr Zwillingsbruder Kevin, der da eben an der Strecke stand, 3 Minuten älter, immer dabei. Erster Ratgeber, so ein bisschen auch der Manager, der hier für die Internationale Biathlon-Union und für einige Athletinnen und für einige Verbände Fotos macht. Natürlich gut für die beiden, dass sie immer miteinander sofort irgendwie Gedanken und Ratschläge austauschen können. Lujan Monod mit einem Wahnsinnsstart in diesen Winter. In Östersund gewann Frankreich die Mixed-Staffel. Danach gewann sie Sprint und Verfolgung
Die Französin, die im letzten Jahr mit 24 Jahren hereinbrach in die Weltklasse und dort jetzt sich mittendrin eingenistet hat. Also Julie Arnikleif macht hier einen richtig guten Job auf der Strecke. Hatte 10 Sekunden gut gemacht, nach vorne ist da fast dran. Aber auch Vanessa jetzt in der letzten Runde hat ihren Rückstand gehalten nach vorne. Also da hat sie sich Körner gespart für die letzte und da direkt für den Bürgsteig vielleicht auch. Das sieht jetzt momentan richtig gut aus, dass wir da den Rückstand halten können. Hier wichtig, Füße zusammenhalten, dass die Rillen vom Pistenbully dich nicht zu einem Spagat zwingen, so wie es Vanessa gestern gegangen ist. Hier nochmal ein bisschen Windschutz für Janine Hettich-Walz. Ist wirklich eisig da unten, wenn man in diesem kalten Wind steht. Gefühlt minus 10, minus 12, obwohl es nur in Anführung minus 8 Grad sind momentan. Hier Lou Jean Monod in der 1-1er-Technik muss auch jetzt wechseln. Jetzt wird es ein bisschen steiler und kräfteraubender. Und Juni Arnikleif ist aufgelaufen auf diese beiden hier, auf Frankreich und auf Schweden. Und dann Vanessa Vogt, die einzige Thüringerin im Team hier. Anfeuerung von Sverre Olsby-Reuseland. Gut. Vanessa Vogt, die hier zu Hause übernachtet hat, die hier ganz viele Freunde, Bekannte und Verwandte an der Strecke hat, die begeistert ist von der Euphorie, von der Stimmung und sich jetzt auch tragen lassen kann. Im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften hat sie gesagt, war das nicht ganz so einfach, da hat sie das mehr als Druck empfunden. Lou Jean Monod, gute Abfahrerin, dahinter Anna Magnusson. Reihenfolge noch Frankreich vor Schweden, aber ich denke mal, dass Juni Arnikleif noch die Attacke starten wird. Allez les Bleus. Frankreich natürlich mit großen Aussichten. Zuerst mal jetzt der Angriff von Anna Magnusson, der 28-jährigen Schwedin aus Östersund, die hier im vergangenen Jahr mit ihrer schwedischen Staffel Weltmeisterschaftsbronze gewann. Da ihr Trainer Johan Hockström. Die drei Frauen können sich von mir aus ein bisschen behakeln, dass die Vanessa, die jetzt wirklich gut über den letzten Anstieg drüber gekommen ist, eine gute Frequenz, gut Druck auf dem Stock hatte, dass sie da noch ein paar Sekunden gut machen kann. Dann, ich glaube, jetzt ist auch der Vorteil, also jetzt, es ist Sonntag, morgen Montag, Ruhetag, jetzt kannst du wirklich in den letzten Runden der Staffel alles rausholen, du musst dich auf, für nichts schonen, da kannst du wirklich komplett tief gehen. Und hier tief geht auch an Anna Magnusson, die sich hier so 1-2 Meter absetzen kann. Ja, starke Vorstellung der Schwedin, die im vergangenen Jahr ihren ersten und bislang einzigen Weltcupsieg eingefahren hat als Sprintsiegerin von Le Grand Bonhomme. Sie wechselt jetzt für Schweden auf der 1. Frankreich, Norwegen dicht dahinter und dann kommt Vanessa Vogt. Deutschland also auf Position 4. Die ersten drei alle zusammen. Wir schauen auf die Lücke, die hier klafft. Das sind jetzt 16 Sekunden. Das ist für eine Staffel so gut wie nichts. Vorhin haben wir gesehen bei den Männern, Philipp Navrat gleich auch mit Norwegen beim Stehenschießen. Als er reinkam in den Schießstand, als er rauslief, waren es über 50 Sekunden. Vanessa hat ja mit derselben Zeit jetzt gewechselt, wie sie vom Schießstand weg ist. Das ist natürlich die Dynamik in so einer Dreiergruppe vorne weg. Die können mal kurz was verlieren, weil sie sich nicht ganz einig sind. Aber dann auch in den letzten 500 Metern die lange Gerade. Wenn man da eine Athletin hat, die auf einmal anreißt, wie Anna Magnusson, dann ziehen alle zwei, ziehen andere Athleten mit. Und dann hat man als Alleinlaufende eher die Schwierigkeiten, da wirklich auch den Zug zu sehen, mitzunehmen. Und dann verliert man eher wieder ein paar Sekunden. Hat sich nochmal bedankt jetzt beim Publikum, steht vor der Haupttribüne und hat ihn applaudiert, den vielen ausdauernden Zuschauern, die hier gerade vor dieser großen, langen Zielgeraden mächtig Dampf und Stimmung machen. Hier, Justine Preissas teilt sich erstmal, reißt sich erstmal hinten rein. Hinter die Schwedin, das verwundert mich jetzt, dass sie nicht gleich mit breiter Brust vorne wegläuft. Und da das Zepter Lim Persson überlässt. Aber soll uns jetzt recht sein, in der vierten Position gibt Janina die Möglichkeit, vielleicht ein paar Sekunden gut zu machen.
Hat ja momentan auch eine ganz gute Liegendquote von 97%, einzig stehend mit 80%, eine ganz gute Liegenquote. Ich glaube, es ist die allerbeste der gesamten Weltcup-Mannschaft. Also gestern habe ich auch noch 97% bei Vanessa Vogt gesehen. Also die beiden mit den besten Quoten. Gestern hatten sie, glaube ich, jeweils einen Fehler, der dazu kam. Aber das sind unfassbare Quoten. Du bist aber auch sehr kritisch, muss ich sagen. Meine Familie hört ja zu Hause auch zu. Wenn ich sage, eine ganz gute, dann ist das schon mehr als ein Lob. Okay. So, das weiß ich natürlich nicht. So, Lynn Persson für die schwedische Staffel, jetzt an der Spitze des Feldes. Kleines Wunder, dass sie schon wieder so gut in Form ist nach einer langwierigen, schwierigen Schulterverletzung an der linken Seite, die sie weit zurückgeworfen hat, die sie auch gezwungen hat zu improvisieren. Mit diesen sehr kurios anmutenden Schießriemen, mit denen sie jetzt schon einige Weltcups lang zu sehen war. Ja, dahinter Brazas-Boucher, die Franzosen stellen anders auf als manche andere Staffeln, aber sie haben ja auch noch Julien Simon, also das ist die Luxusqual der Wahl. Justine Brazas-Boucher hier zuletzt zweimal überragend in der Spur. Bin mal gespannt, wann sie endgültig die Initiative übernimmt und sich vielleicht auch sogar versucht zu lösen von den anderen. Jetzt zumindest ist sie vorn. Marit Ishol-Skogan für Norwegen unterwegs. Das ist Janina Hettich-Weiß. Absolut happy war mit den Tagen von Oberhof. Sprint Fünfte, das war das beste Resultat ihrer bisherigen Karriere. Das heißt, sie hat es eingestellt, vor 3 Jahren mal Fünfte über 15 Kilometer in Antholz. Damit war sie sehr zufrieden, auch die Verfolgung lief ganz gut. Ein paar Plätze verloren und dennoch gut performt. Mich wundert das schon, dass Justine Preissas nicht eher das Zepter in die Hand genommen hat. Denn jetzt die Norwegerin verliert auf Justine Preissas 7 Sekunden auf dem Kilometer im Durchschnitt in der Saison. Und auch eine Lynn Persson 5 Sekunden. Also das ist schon viel. Da müsste sie eigentlich schon eher das Zepter in die Hand werfen. Ich glaube, das war auch die Taktik der französischen Trainer, dass sie da auf der zweiten Position Raum macht zu den anderen Nationen, Druck aufbaut. Aber du hast die Schießstatistik, glaube ich, von Preissas Mitte auf dem Schirm. Die ist liegend nicht ganz so gut. So ist es. Ich habe es gestern schon mal angedeutet. Da nur 82%. Das heißt, da hat sie doch ein paar Defizite gegenüber auch den Deutschen und den anderen Damen. Die Schweden allesamt gute Schützinnen, auch Lynn Persson. Das heißt, sie muss ein bisschen Platz zwischen sich und den anderen schaffen. Vielleicht ein kleines Polster, um die ersten beiden Schüsse schon abgefeuert zu haben. Die anderen unter Druck zu setzen. Stichwort Schweden. Und dann auch die junge, die unerfahrene, immer noch unerfahrene Norwegerin Marit Ishol-Skogan, die nicht mehr ganz jung ist, aber dennoch keine langjährige Erfahrung hat. In dieser Saison in ihrem ersten Weltcuprennen gleich 10. war und dann in Lenzerheide tatsächlich sofort aufs Podium sprang. 6. Sprint, 3. Verfolgung. Also noch so ein norwegisches Talent. Kein Zufall also, dass sie hier in der Staffel mitmachen darf. Und dennoch, was die Erfahrung anbelangt, die Langjährigkeit, da ist Justine Preissas hier klar im Vorteil, vor allen Dingen gegenüber der Norwegerin. Windmühle auf die erste Bahn, Justine Preissas-Boucher, dann Lynn Persson, dann Skogan, die Norwegerin. Wir schauen auch aus dem Fenster, obwohl wir nicht viel sehen, wann Janina Hettich-Weiß kommt. Da hinten sehen wir sie. Als erste im Anschlag gewesen, die Französin als letzte der drei begonnen. Und Schweden ist durch. Lynn Persson, wie angedeutet, eine Superschützin. Brazas-Boucher muss nacharbeiten, genauso wie die junge Norwegerin Skogan, die jetzt durch ist. Und die Französin geht mit ihr gemeinsam raus. Und Janina Hettich-Weiß, wollte ich sagen, wieder eine ihrer lehrbuchreifen Serien. Liegenschießen so, so gut. Den Schuss gut reinschnummumselt ins Patronenlager. Hat hier vor 4 Jahren in Oberhof ihre Staffelpremiere gegeben im Weltcup. Mittlerweile fester Bestandteil. Auch sie schon auf anderen Positionen unterwegs gewesen in diesem Winter. Zum Beginn in Östersund, zum Beispiel auf der Startposition. Auch das hat sie gut gelöst.
Der Rückstand jetzt gewachsen auf 31 Sekunden. Beim Wechsel waren das 16 Sekunden. Schweden, kleiner Vorsprung vor Norwegen und Frankreich. Runde 10, 11 Sekunden. Tschechien jetzt, Markéta Davidová. Sehr gut und sehr schnell geschossen. Genauso wie für die italienische Staffel Rebecca Passler. Dann sehen wir Lena Hecki-Groß hier für die Schweiz. Auch sie hat das gut gemacht. Erstes Podium in Hochfilzen, da war sie happy, überglücklich. Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sprudelte nur so vor lauter Glück. Tuli Tomingas hat hier ein sehr aerodynamisches Gewicht vorne am Lauf. Diese silberne Spitzen da um den Wind. Und sie sucht jetzt ihre Ersatzschüsse. Das ist sensationell, um hier vorne am Lauf dem Wind wenig Angriffsfläche zu bieten. Deswegen sind Wie viel Sinn siehst du darin? Macht es wirklich so ein Gestell, so eine Form nach vorne Sinn? Ich glaube, das ergibt keinen Sinn so richtig. Also in unserer Mannschaft sind nicht durchgesetzt, gibt es auch keine Bestrebungen, das so zu machen. So wie das jetzt bei Lynn Persson zu sehen ist, einfach rund, einfach fertig. Und das kann man auch schön verschieben, denn... Ja, der letzte war ein bisschen knapp hoch, aber... Manchmal hat man auch ein verändertes Gefühl, dann schiebst du das Gewicht ein bisschen nach vorne, nach hinten. Da ist man doch ein bisschen freier, muss man sich nicht auf die Aerodynamik verlassen. Hier nochmal die Norwegerin, die nachlassen musste, Marit Ishol Skogan. Und Sie sehen zum ersten Mal leichter Zuckerguss vorne auf der Scheibenanlage. Und Sie ahnen es, wie dick eingemummelt alle sind, wie kalt es hier heute ist. Janina Hertig-Weiß. Also die Handschuhe, kann ich mich noch erinnern, wurden vor Peking ausgegeben. Die gab es so zur Einkleidung für minus 15 Grad, wurden die extra angefertigt. Die werden heute hier ausgepackt, weil natürlich der Wind das deutlich kälter macht. Justine Brassaz-Boucher war mit immerhin 11,8 Sekunden weggelaufen nach dem Schießen und hat diese Lücke in Windeseile geschlossen, vorbei an Lynn Persson. Klar, genau wie du sagst, das ist ihre Stärke. Ich glaube, dafür wurde sie auf die 2 gesetzt, dass sie eine Lücke reißt, dass sie jetzt auch mehr Risiko geht. Auf dieser Runde versucht, die Lücke größer zu machen als eben noch gesehen und vielleicht ein bisschen mehr Vorsprung beim Schießen zu haben. Und läuft hier den Anstieg auch im 1-1 hoch, während Lynn Persson umstellen muss in die Bergtechnik. Also Justine ist da momentan wirklich in einer richtig guten Verfassung. So, das ist die Norwegerin Marit Ishol Skogan und wir möchten ganz gern Ihnen einen Hinweis in eigener Sache mit an die Hand geben. Hier ist Wintersport, aber im Ersten gibt es deutlich mehr zu sehen. Zum Beispiel morgen Abend 20.15 Uhr im Ersten oder jederzeit in der Mediathek eine wunderbare Dokumentation über Franz Beckenbauer, sein Leben, eine Legende des deutschen Fußballs, Weltmeister als Spieler und als Trainer, ein Weltstar, der Kaiser eben. Diese Dokumentation wirklich sehr sehenswert, blickt auf sein gesamtes Leben zurück. 90 Minuten lang, beste Unterhaltung, morgen Abend 20.15 Uhr im Ersten oder in der ARD Mediathek. Zurück zum Geschehen von Oberhof. Wir sind bei den Startnummern 3 und 2. Justine Brassaz-Boucher kann sich nicht lösen von den Persson, aber das ist auch eine richtig gute Läuferin, darf man nicht unterschätzen. Vielleicht aber überschätzt sie sich hier sogar. Werden wir gleich beim Schießen erleben, ob das vielleicht des Guten zu viel war, da auf Teufel komm raus dranbleiben zu wollen. Also ich vermag da jetzt schon auch eine kleine Schwäche bei Lynn Persson gesehen zu haben. Da gibt es einen kleinen Absatz in die Henkelschleife rein. Und da hatte sie schon ein bisschen Probleme, dem Zug von Justine Brassaz mitzugehen. Hat auch einen anderen Schritt wählen müssen als eine andere Frequenz. Hat es ein bisschen gewechselt. Und ich glaube, da Richtung Stehenschießen könnte es jetzt interessant werden, wie sie damit umgeht. Warmhalten, das große Motto der anderen, die gleich noch dran sind. Justine Brassaz-Boucher vor Lynn Persson. Sophia Schneider versucht schon mal, den Rhythmus aufzunehmen. Ihren eigenen und den der Musik, die hier dauerhaft durchs Stadion schallt. Nicht immer die beste Auswahl, wurde schon mal hier und da moniert. Aber Hauptsache, es bringt Stimmung und Bewegung rein. Hier Jean-Marc Chablot, der Schweizer in Diensten der schwedischen Mannschaft, der jetzt interessiert schaut auf Lynn Persson.
Caroline Offistad Knoppen für Norwegen mit der letzten Verpflegung. Frankreich versus Schweden. Ganz leichter Wind. Sie sehen es, die Windfähnchen hängen schlaff runter. Vielleicht ein bisschen von rechts nach links sogar auf diesen ersten Bahnen. Jetzt Vorteil Schweden, Vorteil Persson. Zweimal nachladen für Justine Breisas-Boucher, einmal für Schweden. Chance für die junge Norwegerin Marit Isholskogan. Chance auch für Janina Hertig-Wals, die jetzt die Lücke wieder ein bisschen kleiner machen kann. Persson ist durch. Aber auch lange. Justine Breisas-Boucher dauert es ganz schön lange. Braucht lange auch, um einen stabilen Anschlag zu haben, um schussbereit zu sein. Ja, jetzt geht sie raus als Zweite, aber der Rückstand auf die Schwedin Persson jetzt doch schon ganz schön beträchtlich. Norwegen bleibt auf 3 und schauen Sie auf die Haare von Janina Hertig-Wals. Sie hat jetzt ein bisschen Pech, jetzt hat der Wind aufgefrischt, weht ordentlich rein ins Schießen. Das war auch bei den Männern so, bei Benedikt Doll, bei Philipp Navrat, jeweils beim Stehendanschlag, der heute wahrscheinlich die größte Herausforderung des Rennens ist. Hat ihre Reservepatronen ganz gut in Griffnähe und hat das sehr schnell gemacht mit dem Nachladen und dem Treffen. Sehr gut, Christian Mehringer funkt raus auf die Strecke zu Sverre Olsby-Reuseland. Das Nachladen verlief wirklich schnell und zügig. Aber es wäre, glaube ich, auch vermeidbar gewesen. Zumindest einer hat auch jetzt viel Zeit wieder verloren. So, dann schauen wir mal auf die anderen, auf Marketa Davidova, die bislang eine wirklich eher schwierige Saison hingelegt hat. Hier in Oberhof gar nur 59. war im Sprint. Sie, die schon mal Weltmeisterin war, sie die größte Hoffnung der tschechischen Frauen für die kommenden Weltmeisterschaften daheim in Nové Město, muss hier gleich 2, 3 Konkurrentinnen passieren lassen und dann auch noch in die Strafrunde. Es läuft überhaupt nicht bei Marketa Davidova in diesem Winter. Schweiz vorbei, USA vorbei, Italien vorbei und rein in die Runde für die Tschechin. Starke Vorstellung von Lynn Persson. Und Justine Breisas-Boucher, deren Siegesserie gestern riss. Nach 4 aufeinanderfolgenden Triumphen, gestern 2. in der Verfolgung hinter Julia Simon. Dieses Schießen von Janina Hettich-Wals. Der Oberkörper natürlich dem Wind hier völlig ausgeliefert. Da sieht man auch, was der Wind da ausmacht, was der am Anschlag fabriziert, wie viel Unwucht der reinbringt. Gerade eben mit Philipp Horn sprechen können. Da sagt er auf den Schießbahn 1 bis 3 durch das neue Schießstandgebäude rechts davon kommt der Wind so böig an. Das ist nicht so richtig planbar, nicht richtig fühlbar. Wie stark kommt der gleich, weil der extrem wechselhaft ist. Kann man sich schlecht drauf einstellen. Rückstand von Janina Hettich-Wals nach dem Schießen 54 Sekunden, Platz 4. Aber nur 26 Sekunden auf Norwegen. Also das ist alles machbar. Und wir wollen mal runtergehen zu Vanessa Vogt und Christian Texner. Ja, Vanessa Vogt, Sie haben jeweils einen Nachlader gebraucht, liegend und stehend. Wie bewerten Sie Ihr Schießen heute? Ja, liegend, der kam vielleicht einen Ticken zu spät und dann war er ein bisschen unsauber. Stehend, der war einfach sehr aus der Bewegung geschossen. Da war überhaupt gar keine Ruhe, aber ich habe gedacht, ich versuche es jetzt einfach. Ich bin nicht die gute Schützin im Wind. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit dem Schießen. Wir haben vorher über die Schwierigkeiten gesprochen, über das Nachladen bei der Kälte. Es lief aber ganz gut bei Ihnen. Ja, liegend hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber ich denke, ich habe das ganz gut gemeistert. Auf der zweiten Runde haben Sie ein bisschen mehr Zeit verloren auf Juni Arneklive als in der dritten Runde. Wie haben Sie sich das eingeteilt? Ja, ich habe dann schon gemerkt, dass die erste Runde ganz schön gefightet wurde um die Position. Ich wollte mich natürlich da nicht verstecken. Auf der zweiten Runde habe ich dann gemerkt, okay, ich muss mir noch ein bisschen Körner aufsparen. Habe dann aber im Ziel gemerkt, die hätte ich gar nicht aufsparen brauchen. Aber ja. Ich habe heute wieder gemerkt auf der Strecke, dass endlich so ein bisschen das alte Feeling von Östersund wiederkommt. Das Laufen, und das stimmt mich echt positiv jetzt. Dankeschön.
Danke. Tja, Stichwort Feeling auf der Strecke. Wahnsinn. Justine Boisaz-Boucher hat jetzt hurtig 20,5 Sekunden auf Lynn Persson aufgeholt und ist da grußlos vorbeigelaufen an der Schwedin. Also das, was sie beim Schießen eingebüßt hat, hat sie jetzt auf dieser letzten Runde sowas von schnell aufgeholt. Am Birksteig vorbei an der Schwedin und sofort eine Lücke gerissen. Lynn Persson also hat keine Chance gehabt, dagegen zu halten. Hier sehen wir die Schwedin, wo du ja schon auf der letzten Runde so ein paar kleine Hänge ausgemacht hattest. Aber geschossen hat sie toll. Ja. Und die junge Norwegerin verkauft sich tapfer. Aber sie muss natürlich jetzt abreißen lassen. Kleine Chance vielleicht für Janina Hettich-Walz, den Rückstand ein bisschen zu verkürzen. Also da 20 Sekunden gut zu machen von Justine, das ist schon wirklich stark. Hier präsentiert sich hier echt in einer richtig guten Form. Zum Glück für uns hat sie daneben geschossen, denn das macht das Rennen noch ein bisschen spannender. Stell dir mal vor, sie hätte da fehlerfrei geschossen. Wechsel für Frankreich, die Olympiasiegerin im Massenstart von Peking. Justine Boisaz-Boucher geflogen auf der letzten Runde vorbei an den Persson. Jetzt ist Hanna Öberg für Schweden unterwegs, die gestern einen tollen Verfolger hingelegt hat, unbemerkt von allen Kameras, weil sie halt von Platz 59, glaube ich, kam, oder 52, aber über 30 Plätze gut gemacht hat und deshalb natürlich ihren Stammplatz in der schwedischen Staffel behält. So, Rückstand Norwegen, 25,3 Sekunden. Das ist in etwa so geblieben wie nach dem Schießen, also starke Schlussrunde von Skogan. Und bei Janina Hettich-Walz waren das 54 Sekunden. Hat nach dem ersten Schießen deutlich an Boden verloren. Mal schauen, ob sie jetzt ein bisschen diesen Rückstand halten konnte. Ist ein bisschen was draufgekommen. Ja. Auch von Lynn Persson hat sie ein bisschen Sekunden draufgekommen. 4 Sekunden jetzt unter einer Minute. Alles noch im grünen Bereich. Noch kein Grund zur Unruhe. Alle Medaillenchancen intakt für die deutsche Mannschaft. Da bin ich schon mal ganz sicher. Lena Hecki-Groß mit einer beeindruckenden Runde hier als Zweite für die Schweizer Staffel. Übergibt jetzt an die Jüngere der Gasparin-Schwestern. Aita und Elisa werden die beiden Letzten sein. Selina, die Älteste, zweimalige Mama, kümmert sich daheim mittlerweile nicht nur um den eigenen Nachwuchs, sondern auch um den Schweizer Biathlon-Nachwuchs. Nächster Wechsel. Italien, heute ohne Dorothea Vira, die daheim in Antholz trainiert. Die versucht, ihre fortlaufenden Krankheiten auszukurieren. Und da nochmal Motivationshinweis für die nächste Französin, der vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, für Sophie Chauveau. Ja, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, Dorothea Vira hat ihre Krankheit eigentlich schon durch die gesamte Saison geschleppt, wurde also jetzt entschieden, sie mal rauszunehmen. Sie trainiert so lange, bis sie wieder selbst sagt, sie ist fit. Also entweder sie kommt in der nächsten Woche in Ruhpolding zurück oder dann in der Heimat im Südtiroler Antholz. Weil ihr Instagram-Kanal momentan auch keine Hoffnung macht, dass es für Ruhpolding was ist, weil da hat sie wieder ein Fieberthermometer reingehalten mit erhöhter Temperatur. Das zeigt jetzt nicht für eine Besserung in ihrer Form. Und so wie Chauveau macht auch da weiter, wo sie läuferisch aufgehört hat. Baut ihren Vorsprung ein bisschen aus zu Hanna Öberg. Ja, bei Hanna Öberg lief es auch überhaupt gar nicht rund in diesem Winter. Sophia Schneider hatte auch mit einer kleinen Krankheit zu kämpfen vor Weihnachten. Hanna Öberg dann zu Weihnachten und bis hin zum Jahreswechsel. Sophia Schneider konnte tatsächlich am 22.12. wieder beginnen zu trainieren. War auch ganz gut reingestartet in diesen Winter. In Östersund gleich mal Fünfte auf der langen Strecke, auf den 15 Kilometern. Dann allerdings ließen die Leistungen ein bisschen nach. Die Krankheit kam, Lenze Heide musste sie auslassen. Und jetzt hier dieser wirklich anstrengende Birksteig, der oftmals kein Ende zu nehmen scheint. Sophie Chauveau kennt sich ganz gut aus hier in Oberhof. Hat hier viele Monate mittrainiert, war mal mit einem deutschen Biathleten liiert. Spricht auch ein wenig Deutsch und war hier total happy über Rang 3 im Sprint. Beste Platzierung dieses Winters. Und zeigt das auch hier, wie gut sie drauf ist. Hält den Vorsprung auf Hanna Öberg, die hier im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften sehr, sehr erfolgreich war.
Für die Schwedin gab es hier Gold über 15 Kilometer, Gold im Massenstart, Silber im Sprint. Die erfolgreichste Teilnehmerin bei den Frauen. Neben Denise Hermann-Wick, die ja ihre Karriere nach dem letzten Winter beendet hat. Sophia Schneider hier, groß im Bild, geboren in Traunstein, dann aufgewachsen in Fachendorf. Wohnt in Hammer zwischen Ruhpolding und Fachendorf. Trainiert auch weitestgehend in Ruhpolding und ist wieder richtig gut drauf. Hat hier viele Körner mitgebracht, läuft immer noch in der 1-1-Attacke. Und gehörte auch zur silbernen WM-Staffel Deutschlands hier vor ein paar Monaten an gleicher Stelle. Verliert ein paar Sekunden auf Hanna Öberg. Wenn wir jetzt mal vorne die Französin mal ausklammern, verliert Sophia auch auf die Schwedin ein paar Sekunden. Da hofft man natürlich, dass Sophia so ein bisschen an ihre Form aus der letzten Saison anknüpfen kann, dass sie wieder richtig in Form kommt. Schießen muss sie auch noch ein bisschen was drauflegen mit 2x87%. Schau ich mal, oder hoffen wir mal, dass sie da mit den Bedingungen heute ein Glück hat. So, bin ich jetzt gleich mal gespannt auf die Vorstellung von Hanna Öberg, die ein bisschen verunsichert wirkt in diesem Winter. Hier in Oberhof ist es kein Wunder, da sie erst Silvesterabend mit dem Training begonnen hat. Wir hatten das schon mal thematisiert. Das ist nicht viel Zeit, um wieder in Schwung zu kommen, um zwei verlorene Trainingswochen aufzuholen, wenn du richtig krank warst, dich auch isolieren musstest von der Familie, um dann niemanden anzustecken oder es selbst nicht noch schlimmer zu machen. Hier leichter Wind von rechts zeigt die Grafik, aber wenn Sie nach vorn schauen, der ist hier sehr wechselhaft, gerade auf der ersten Bahn, kommt durch, mal von rechts, mal von links. Vier Treffer schon gesetzt durch Sophie Chauveau und Hanna Öberg beginnt erst jetzt. Ja, die Französin ist weg und drei Fehler Hanna Öberg. Das passt aber wie die Faust aufs Auge zu ihrem bisherigen Saisonverlauf. Sehr, sehr wechselhaft. Kein guter Einstieg in der Heimat. Und Sophie Chauveau macht jetzt deutlich Boden gut. Jetzt hat die Schwede noch zwei Patronen für zwei Scheiben. Dahinter Caroline Offistad-Knotten. Die macht es gut. Und warum steht sie auf? Die Grafik zeigt uns noch keinen durchgehend roten Kreis an. Das hieße dann, sie müsste in die Strafrunde. Hat sie wirklich schon alle Patronen verschossen? Dann wäre hier ein Fehler in der Grafik. Aber sie ist in der Strafrunde, Hanna Öberg. Und währenddessen hatten wir da Kathi Wilhelm gesehen, die aufmerksame Zuschauerin mit ihrer Familie, hier an den Grenzadler gekommen. Ich war da nebenbei auch eher auf die Zeiten fixiert, wie viel jetzt Sophia auf ihrer ersten Runde verloren hat. So, jetzt Hanna Öberg raus. Also da gab es vielleicht einen Grafikfehler. Kann mal passieren. Musste auf jeden Fall in die Runde. Und drei Fehler jetzt bei Sophia Schneider. Jetzt wird's ernst. Jetzt droht auch ihr die Strafrunde. Sie korrigiert um etwa einen knappen Zentimeter. Sie muss natürlich korrigieren, weil sie jetzt auf Schießbahn 4 liegt. Wobei, sie haben ja auch auf der 4 angeschossen. Je nachdem, auf was sie sich eingerichtet hat. Lisa Vitozzi für Italien jetzt vorbei an Sophia Schneider. Auch die Schweiz mit Aita Gasparin. Und jetzt muss sie in die Runde. Hier stimmt jetzt die Grafik leider Gottes. Sophia Schneider muss genau wie Hanna Öberg einmal abbiegen. Vorn hier Vitozzi für Italien und Aita Gasparin. Also die beiden Nationen sind jetzt vorbei und werden auch eine tüchtige Lücke reißen. Denn jetzt dauert es mindestens noch mal 24 Sekunden, bis sie da rauskommt. Da drohen dann auch noch die Staffeln Tschechiens und der Vereinigten Staaten. Wobei jetzt zwei Fehler bei der Tschechin Lucy Hrvatová. Aber die Vereinigten Staaten haben da gut geschossen.
Jackie Gasso, absoluter Neuling im Geschäft, mit null Fehlern. Rückstand jetzt angewachsen auf über 2 Minuten. Guck mal jetzt hier mal drauf. Jetzt haben wir eine Böe abgewartet. Das ist weiter Fehler links. Also. Und jetzt geht sie zum Diopta. Was hat sie da? Was macht sie da? Und dreht bei einer Raste bei links oder hat es dann abgebrochen. Hat auf alle Fälle dann richtig, zumindest ein bisschen richtig reagiert bei links. Ja, einmal durchpusten und das Resultat ist im Moment Sophie Chauveau allein auf weiter Flur für Frankreich. Dann für Norwegen Caroline Offistad-Knotten. Rückstand gute halbe Minute. Nochmal 20 Sekunden dahinter Schweden mit Hanna Öberg. Dann klafft nochmal eine Lücke von gut 40 Sekunden. Dann kommt Italien mit Vitozzi, Aita Gasparin aus der Schweiz. Die beiden laufen zusammen. Und dann nochmal gut 30 Sekunden dahinter Sophia Schneider. Rückstand in Ziffern ausgedrückt 2:08:09. Ja, schade drum. Kein gutes Liegenschießen für Sophia Schneider, die das hier in Sprint und Verfolgung deutlich besser gemacht hat. Sich zweimal sehr wacker geschlagen hatte als 15. und 14. und da auch deutlich besser geschossen hat. Das sind sportlich wunderbare Bilder. Marketa Davidova untröstlich. Nicht nur wegen des heutigen Tages, weil es überhaupt nicht läuft bei ihr momentan. Und Vanessa Vogt tröstet sie da, die Erste, die sie in den Arm nimmt. Das finde ich großartig. Da sieht man auch, dass solche Ergebnisse ja nicht einfach abgehakt und ich habe meine nächste Chance. Solche Ergebnisse, die brennen sich auch ein, die machen eine Grundstimmung. Und bei Davidova ist es mittlerweile halt so negativ, dass sie ja doch am Boden zerstört ist und für sich selber mal ein paar Momente braucht. Wird ja glücklicherweise sicherlich auch vom Team getröstet, aber auch von Vanessa Vogt. Schöne Geste, wie du sagst. Das ist Caroline Offistad-Knotten, die zum Auftakt Zweite war im Sprint von Östersund, als die Saison ihren Beginn nahm Ende November letzten Jahres. Da sahen wir gerade noch die Skienden von Hanna Öberg, die ähnlich zerknirscht reinschaut nach fast jedem Wettbewerb in diesem Jahr. Ja, auch Anna Magnusson wird nicht begeistert sein, hat es eigentlich ganz gut gemacht vorhin. Da lag Schweden noch vorn. Beim ersten Wechsel Schweden auf 1, nach dem zweiten Wechsel Schweden auf 2, nur 4 Sekunden zurück. Jetzt der Rückstand 50 Sekunden für Hanna Öberg. Bedeutet Platz 3. Und der ist nochmal gewachsen, wie Sie links unten sehen, auf 55,8, also nochmal 5 nach dem Schießen dazugekommen. Mit 2:08 ist sie raus, genau. Das geht jetzt hier durch. Ist die Grafik weg. Und Sophie Chauveau richtet sich schon fürs Stehenschießen ein. Also ist der Rückstand jetzt schon gewaltig. Oha. Meine Herren, jetzt nutzt sie aber die ganze Fläche aus, vor allen Dingen das Weiße. Und muss jetzt mit den 3 Reservepatronen treffen. Denn jetzt ist Caroline Offistad-Knotten da. Hat sich sehr lange Zeit genommen, muss immer raus aus dem Anschlag, so ein bisschen mit dem Arm raus aus der Halterung hinten. Und hat es trotzdem gut gelöst. Mit der letzten, mit der 8. Patrone die Strafrunde verhindert. Caroline Offistad-Knotten hat das natürlich mitbekommen, hat auch hohes Risiko gewählt und muss auch 2-mal nachladen. Und schon geht die Tür wieder auf für Hanna Öberg. Und wieder zu. Oh, die Norwegerin hat auch sehr lange gebraucht, hatte die Chance vorbeizukommen an der Französin. Aber wenn man da steht, nebeneinander, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Auf jeden Fall hat Hanna Öberg jetzt Zeit und Boden gut gemacht auf die beiden vor ihr.
Ja, Visa Vitozzi gespannt, wie sie jetzt mit den Bedingungen hier am Schießstand klarkommt, richtet sich jetzt ein, ist im Anschlag. Denn sie kann ja auch ganz gut mit Windbedingungen umgehen eigentlich. Eine der besten Schützinnen des gesamten Feldes, Lisa Vitozzi, auch in der Weltcup-Wertung im Moment unter den Top-Platzierten. Hat das gut gelöst. Ja, drei Fehler da bei Aita Gasparin für die Schweiz, die sich sehr gut hält hier, die Schweizer Staffel, immer noch auf Platz 5. Sophia kommt jetzt hier gleich rein zum Schießen, hat jetzt fast 30 Sekunden verloren auf der zweiten Runde auf Sophie Chauveau. Eine Strafrunde schon für die Schweiz. Dieser durchgehend rote Kreis da in der Grafik bedeutet Strafrunde perfekt. Den anderen hat sie noch weiß gemacht. Fehlzünder oder das Schloss nicht richtig zugehabt. Deswegen musste noch mal den Hahn spannen. Zweimal jetzt passiert, dass der Schuss nicht ausgelöst hat. Ja, hat sich vor der Saison übrigens eine neue Waffe bauen lassen bei Sandro Brieslinger hier in Oberhof. Hatte nach vielen Jahren mal das Bedürfnis, ein bisschen was anzupassen. Sie sei auch viel athletischer geworden. Bisschen an ihre Physiognomie angepasst. Aber heute kein guter Tag für Sophia Schneider am Schießstand. Wirklich nicht. Und auch auf der Strecke, hast du ja analysiert, Erik, hat sie deutlich verloren. Geht jetzt hier raus als Sechste. Eben waren es noch 2:09. Jetzt 2:40 Rückstand auf die führende Sophie Chauveau. Die wir hier noch mal sehen. Die wirklich mit einem blauen Auge davon kam. Wirklich. Und immer noch einen Vorsprung von 27 Sekunden hat auf Norwegen. Also der ist fast identisch geblieben. Hanna Öberg ist deutlich dichter rangekommen. Die hat 16 Sekunden gut gemacht auf Frankreich. Also momentan können wir für die Spannung des Rennens wirklich sagen, dass die Französinnen glücklicherweise am Schießstand nicht so gut treffen. Aber die laufen natürlich fulminant. Justine Preissast, auch Sophie Chauveau im Vergleich zu ihren direkten Konkurrentinnen. Das ist schon richtig stark. Schauen wir hier auf Knotten, die ist mit 27 Sekunden aus dem Schießstand raus, wie sie auf der letzten Runde zeigt. Ja, die Rückstände und Vorsprünge jetzt eindeutig von Frankreich auf Caroline Offistad-Knotten für Norwegen. Für uns die Gelegenheit, runterzuhören zu Janina Hettich-Weiß. Ja, Willi, vielen Dank, Janina. Wir haben es beim Stehenschießen sehen können. Jetzt auch wieder, ihre Haare flatterten. Wie schwer war es zu schießen? Ja, stehen kam dann schon eine Böe rein, hatte ich das Gefühl, nach dem ersten oder zweiten Schuss. Da war es dann nicht einfach und je länger ich stand, desto mehr haben noch meine Beine gezittert. Ich glaube, ich bin dann noch ganz glimpflich davongekommen, weil das waren zum Teil nicht so gute Schüsse. Liegend ärgert mich mehr, weil da hatte ich einen guten Rhythmus, einen guten Flow und dass ich nicht mal den ersten Nachlader treffe, das war nicht gut. Und auf der Strecke, Sie haben insgesamt eine knappe Minute verloren auf Justine Brésast-Boucher. Die ist das Maß aller Dinge im Moment. Wie ist es um Ihre Form bestellt? Ja, ich hatte dieses Wochenende nicht die allerbeste Form, nicht das allerbeste Gefühl auf der Strecke. Heute war es wieder ein bisschen besser als gestern, aber ich hoffe, dass jetzt über die Wettkämpfe die Form auch ein bisschen besser wird. Dankeschön. So, parallel konnten Sie ein bisschen mitzuschauen bei Caroline Offistad-Knotten, die wir hier nochmal gesehen haben, die in diesem Jahr das beste Resultat ihrer Karriere geschafft hat als Sprintzweite in Östersund, wo es für sie überhaupt nicht gut lief in ihrer Heimat für Hanna Öberg. Und vorne der erste Wechsel, Sophie Chauveau für Frankreich jetzt deutlich vorn. Und wer mag jetzt noch dran zweifeln, dass der Sieger oder die Siegerstaffel am heutigen Tag Frankreich heißt. Julia Simon ist unterwegs, gestern mit einer phänomenalen Verfolgung, in der Franziska Preuß Siebente geworden ist. Ihre Chancen heute, naja, bei 2:40 Rückstand wird sie ein Rennen machen können im Schatten der Führenden, fast unbemerkt, sicherlich auch ohne großen Druck.
Nächster Wechsel für Norwegen. 21,9 Sekunden. Also da hat Caroline Offistad Knotten 6 Sekunden gut gemacht nach dem Schießen. Und da ist jetzt Ingrid Landmark-Tandrevold unterwegs, die beständigste, die beste gegenwärtig der norwegischen Mannschaft, die wirklich herausragend ist, auch gestern in der Verfolgung. Da lief es für Hanna Öberg noch gut, von 52 auf 20, heute eher so mittel. Letztes Schießen, das war besser. Rückstand 46,8. Klingt viel, da ist aber trotzdem noch einiges möglich für ihre Schwester, für Elvira Öberg. So, die Weltmeisterinnen aus Italien momentan auf Platz 4 unterwegs. Lisa Vitozzi hat das richtig gut gemacht und schickt jetzt Michela Carrara auf die letzte Schleife. Weltmeisterinnen sind sie gewonnen mit Hanna Auchenthaler und mit Dorothea Wierer. Damals waren Passler und Carrara nicht mit dabei. Sie schon, die Weltmeisterin mit der italienischen Staffel von Oberhof, Lisa Vitozzi. Und hier nochmal der Wechsel Norwegens. Ingrid Landmark-Tandrevold gestern mit einer phänomenalen Verfolgung von Platz 17 auf Rang 3 nach vorn. Mal sehen, was da noch geht. Nur 22 Sekunden Rückstand beim Wechsel von Tandrevold auf Julia Simon. Vanessa Breuß, Franziska Breuß hat leider noch ihre Downjacke übergeworfen. Da dauert es noch ein bisschen, bis Sophia Schneider kommt. Während hier Julia Simon fast alleine im Bürgstieg hochläuft. Ja, schade, dass die Abstände jetzt hier so groß sind, so deutlich. Vor allem die deutsche Mannschaft so viel Boden verloren hat. Das sind so Tage, die muss man abhaken aus Sicht von Sophia Schneider. Möglichst schnell nicht mehr drüber nachdenken. Aber das ist schwer, haben wir vorhin auch gesehen bei Marketa Davidova, die am Boden zerstört war. Sicherlich wird auch Sophia gleich im Ziel getröstet. Mittlerweile auch die Schweiz beim Wechsel durch mit einem Rückstand von 2,37. Und jetzt auch Franziska Preuß unterwegs. Rückstand glatte 3 Minuten. Da sind also auf der letzten Runde noch mal 20 Sekunden dazugekommen. Also Sophia verliert da insgesamt auf der Runde 1:06 zu Sophie Chauveau. 50 Sekunden auf Knotten. Hier der Wechsel jetzt nachgereicht von Sophia Schneider auf Franziska Preuß. Momentan beste Deutsche mit 3 zweiten Plätzen in diesem Jahr schon. Und zweimal war es sowas von knapp. Ja, und sie ist eine Frohnatur. Sie wird das irgendwie verarbeiten können. Sehr reflektiert. Sophia Schneider kommt nach Leistungen, die schlecht waren. Und freut sich umso mehr nach Leistungen, die sehr gut waren. Ich denke mal, sie ist eine, die das sehr schnell abhaken kann. Hoffentlich. Hanna Öberg mit der ersten Analyse mit ihrem Trainer Jean-Marc Chablot. Und da kommt die jüngere Schwester Elvira, mittlerweile 24, geboren in Nordschweden, in Kiruna. Also die Bedingungen von heute sind ihr wahrscheinlich wie auf den Leib geschneidert. Und sie hat Kraft ohne Ende hier noch immer eine 1-1er-Technik rauf auf diesen Anstieg. Schon gut, ordentlich gut gemacht. Die Norwegerin auch auf die Französin vorne. Mittlerweile übrigens sind schon 5 Staffeln überrundet worden. Die müssen dann aufhören, müssen raus. Also nur noch 13 im Rennen. Oh, weil das sagt auch ein bisschen die Unterschiede zum einen, aber die Stärke derjenigen, die da vorne sind. Was überraschend ist, Österreich ist raus. Mit Startnummer 7. Anna Juppe darf nicht mehr mitmachen. Und Startnummer 7 sagt Erik gerade, ja. Die Startnummer zeigt an den Durchschnitt der Leistungen des bisherigen Jahres. Also die Österreicherinnen waren gar nicht so schlecht bis hierher, aber heute überrundet. Und mit dabei sind auch die Amerikanerinnen mit Startnummer 15 auf momentan Platz 7 liegend. Ja. 11 Sekunden hinter uns. Wollte ich gerade sagen, für die Deutschen Rang 6 total enttäuschend. Für die USA Platz 7 total überraschend und richtig gut.
sind auch momentan die besten Schützinnen im Feld mit nur 6 Nachladern. Okay. So, Julia Simon kommt zu ihrem ersten Schießen gestern mit einer wirklich fabelhaften Leistung. Hat noch mal wiederholt, was ihr hier bei den Weltmeisterschaften gelungen ist. Damals war sie auch als 10. nach dem Sprint in die Verfolgung gestartet und war als 1. im Ziel angekommen. Also die Weltmeisterin auf der Verfolgungsstrecke, gestern auch die Beste. Mit einer beeindruckenden Leistung sowohl in der Spur, aber noch mehr am Schießstand. Das kann man kaum schneller und besser machen, auch wenn das Trefferbild sehr diffus war. Egal, die 4,5 cm sind entscheidend. Alle im Schwarzen. Vorsprung gehalten, mindestens mal, vielleicht sogar ein bisschen ausgebaut. Werden wir gleich sehen, wenn Ingrid Landmark-Tandlewald kommt. Donnerwetter. Die Norwegerin in einer herausragenden Form im Moment. Wirklich richtig gut drauf. Gibt sich hier gar keine Blöße und gibt auch Elvira Öberg kaum eine Chance, hier dichter ranzukommen. Im Gegenteil, die Schwedin muss schon mal nachladen. Rückstand Norwegens um 6 Sekunden gewachsen. Also Julia Simon vorne in der Spur gut und beim Schießen auch sehr schnell. Staffel Schwedens bei den bisherigen beiden Staffelrennen des Winters jeweils auf Rang 2. Also sowohl in Östersund in der Heimat als auch in Hochfilzen kurz vor Weihnachten. Michela Carrara für Italien, die Schlussläuferin. Die italienische Mannschaft hat auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet und aufgestellt. Viele hätten Lisa Vitozzi auf dieser Position erwartet. Die hat auf der 3 ein gutes Rennen gemacht. Und gute Schützinnen sind sie fast alle, die Italienerinnen. Ob Passler, ob Vitozzi, ob Carrara, ob Comola. Natürlich Dorothea Wierer, die hier nicht mehr dabei ist. Also da hat auch Jonne Kerkkonen, der finnische neue Chefcoach, seit dem letzten Jahr wirklich einen guten Job gemacht. Das haben auch alle Frauen, die etwas ruhigeren Windbedingungen ausnutzen können. Auch der Nebel hat sich auch ganz gut verzogen. Die Bäume haben sich ein bisschen beruhigt. Der Nebel ist ja heute Morgen oder vorhin, heute Mittag, Taye Bö zum Verhängnis geworden, denn er hat durch den Nebel die Anzeigetafel nicht gesehen und hat deshalb nicht gesehen, wann sein Kollege kommt, wann er sich ausziehen soll, weil er wollte natürlich so spät wie möglich seine Jacke ausziehen. Aber er hat, während er mir das erzählt hat, beim Interview auch mächtig gefeixt. Ja, na klar. Gesagt, ich habe nicht den Durchblick gehabt im Oberhofer Nebel. Als Staffelsieger kann man sich dann immer noch mal kurz selber. So, jetzt Franziska Preuß. Gemeinsam mit der Schweiz am Schießstand korrigiert deutlich. Das waren mindestens mal 4 Rasten, also über einen Zentimeter die Ziellinie nach links versetzt. Mal schauen, ob das die richtige Entscheidung war. Fehler, sehr schnell nachgeladen. Jetzt wäre die Chance an Elisa Gasparin, an der Schweizerin, vorbeizulaufen. Einen Platz gut zu machen, gesagt, getan. Franziska Preuß wirklich in herausragender Form, was das Schießen anbelangt. Gestern in der Spur und auch in den Tagen von Oberhof hier vielleicht nicht ganz so stark, wie sie das selbst gern gehabt hätte. Da war sie auch sehr selbstkritisch. Aber sie ist ganz mit vorn im Weltcup in der Gesamtwertung und wie vorhin erwähnt, 3-mal Zweite schon gewesen. Da fehlt nur noch ein Quäntchen bis zum ersten Saisonsieg. Hier hat sie die Schweiz überholt. Elisa Gasparin muss einmal in die Runde. Chance für die tschechische Staffel, ein bisschen Boden gut zu machen. Das ist jetzt Jessica Jieslorber hier vorne. Franzi hatte der erste Runde 5 Sekunden läuferisch auf Julia Simon verloren. Durch das Schießen selber, durch den Nachlader 14 Sekunden.
Summa summarum sind es jetzt 20 Sekunden mehr nochmal. 3:19 der Rückstand der deutschen Staffel auf Platz 5 jetzt aber. Und die Schweizerin ja noch in der Strafrunde unterwegs. Rückstand nach hinten jetzt also deutlich vergrößert. 40 Sekunden Vorsprung auf das Quartett aus der Schweiz. Dann die Tschechinnen, jetzt Finnland, Estland. Gemeinsam auch fertig mit dem Schießen. Und wir sahen gerade noch die ukrainische Schlussläuferin Kristina Dimitrenko. So, einsames Rennen der Französin hier vorn. Nicht ganz so einsam wie bei den Männern, da waren es fast eine Minute. Hier sind es 27 Sekunden, aber wir haben gesehen, sie hat ihren Vorsprung ja sogar ausgebaut auf die so starke Ingrid Landmark-Tandrevold auf Rang 2. Die wiederum hat auch nochmal einen Vorsprung von 23 Sekunden auf die Schwedin Elvira Öberg. So, jetzt schauen wir mal auf Julia Simon, die übrigens, finde ich ganz interessant, mal eine Ausbildung in der Tischlerei gemacht hat als Schreinerin. Ihr Schnitzmesser fast immer mit dabei hat. Ihr Couture aggravé, ein großes Hobby, sich die Zeit zu vertreiben mit ein bisschen Schnitzen. Sehr oft liest man bei den Hobbys Stricken und anderweitige Möglichkeiten, sich abzulenken vom Alltagsstress, vom Sport. Schnitzen, das hat sie allein. Letzte Serie, vielleicht noch mal 5 bis zum Sieg für Frankreich. Das wäre dann der erste Staffelerfolg für die französischen Damen in diesem Winter. Der Wind schon sehr knifflig, hat man hier vorne gesehen. Dreht während des Anschlages, hat sie gut gemeistert mit nur einem Fehler. Den aber hat sie noch nicht ausgemerzt. Julia Simon, noch 2 für 1. Ingrid Tandberg steht schon neben ihr. Oh, das passt nicht. Da. Jetzt wird es eng. Die Norwegerin hat schon 2-mal getroffen, aber jetzt auch mit dem Fehler. Die Linksschützin hinter ihr, Ingrid Landmark-Tandrevold. Und jetzt muss es passen. Gerade noch mal so, die Französinnen alle mit blauen Augen heute Abend, glaube ich, wenn sie rund um den Tisch sitzen. Auch vorhin schon Sophie Chauveau. Aber das sollte fast reichen, oder? Wir dürfen den Kampfgeist von Ingrid Landmark-Tandrevold nicht unterschätzen. Gestern grandiose letzte Runde, als sie dann noch die sehr starke Elvira Öberg überholt hat. Tandrevold ist unterwegs. Und auch Öberg hat noch eine Mini-Chance. Muss treffen und trifft. Also alle rücken sie noch mal ein bisschen zusammen auf der letzten Runde, machen alles für die Spannung. 12 Sekunden Rückstand, Ingrid Landmark-Tandrevold. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Aber ich glaube für Elvira 28, das sind bummelig 16 auf Tandrevold. Das wird eine harte Nummer. Nach den Eindrücken von gestern glaube ich nicht, aber wer weiß. Aber 12 Sekunden für Tandrevold, das ist schon auch möglich. Also die norwegische Staffel scheint zufrieden zu sein, egal wie es ausgeht heute, erster oder zweiter. Hier jedenfalls die viertplatzierte Staffel mit Michaela Carrara. Und alle haben sie Probleme, schon bei den Männern zu sehen beim Stehenschießen heute. Das ist wirklich verdammt schwierig. Spielt ein bisschen mit dem Abzug. Hatte auch 4 Bewegungen bei der Schussabgabe im Finger, diesem rechten Finger, sah man ganz gut. Und schon die erste Strafrunde. Ja. Also die Chance für Franziska Preuß. Die ist zwar weit zurück, aber wenn hier noch eine Strafrunde bei rauskommt, Michaela Carrara, natürlich nicht die etatmäßige Schlussläuferin, das sind meist Vitozzi oder Vira, ist hier auch nervös. Zweite Strafrunde. Schauen wir auf den rechten Finger jetzt, da wo man den Abzug betätigt. Jetzt braucht sie sehr lange, um ranzugehen. Ist noch nicht dran, nicht dran, nicht dran. Jetzt geht sie. Und da ist schon viel Bewegung. Und 3 Strafrunden, das ist fast ein halber Kilometer Strafe für die arme Michaela Carrara aus Italien. Man soll ja mit dem Finger mal ein sogenanntes Abzugsplateau machen. Das hat sie auch mal gar nicht hinbekommen, diese 80-90%, den Vorzug wegzunehmen, bis man dann den Schuss krachen lässt. Und vorn wird es hier noch mal eng. Simon hat
nicht so frisch aus, wobei hier aber auch gut der Wind drüber bläst. Und die Kameraperspektive oftmals auch verzerrt ein bisschen. Aber Ingrid Landmark-Tandevold ist genau so gestern am Bergsteig rangelaufen an Elvira Öberg. Und die ist in der Spur noch mal einen Tacken schneller als Julia Simon. Also das Ding ist hier noch nicht zu Ende. Und Franziska Preuß hat jetzt die Chance, mit einer guten Schießanlage vorbeizukommen an der Italienerin. Die Italienerin ist immer noch in der Strafrunde. Ja. Jetzt alles abräumen. Zu spät der Wunsch geäußert. Jetzt schon die erste Strafrunde. Und die Nähmaschine, dieses Zittern der Muskulatur im Oberschenkel, hat sie angedeutet, eben durch dieses kleine Abknicken. Bisschen Spannung aufbauen im Oberschenkel. Da zwei Strafrunden für Franziska Preuß. Und runter zu dir, Dexi, zu Sophia Schneider. Ihr sollt nicht weiter frieren. Ja, Sophia Schneider und ich haben uns das zusammen angeguckt. Sie konnten es natürlich ein bisschen nachempfinden. Sie haben eine Strafrunde geschossen im Liegendanschlag. Vielleicht zu spät reagiert. Nehmen Sie uns mit nochmal in den Anschlag. Ja, leider war das Liegendschießen heute ein bisschen verkorkst. Ich wusste dann auch nicht so recht, wo ich hinschieße. Ich hatte eigentlich nicht so ein schlechtes Gefühl, aber ja, konnte den Wind dann schlecht einschätzen. Und ja, leider musste ich dann einmal in die Runde. Ich hatte den Eindruck, als Sie danach hier ins Stadion gekommen sind, war es noch lauter als sonst. Die Zuschauer wollten Sie sozusagen noch mehr tragen. Wie haben Sie das empfunden? Ja, also die Zuschauer waren wieder Wahnsinn. Es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht, hier zu laufen. Und auch am Birks, die Anfeuerungen waren wieder gewaltig. Und ja, aber leider konnte ich das heute nicht so abliefern. Danke. Tja, schade drum. Franziska Preuß hat die offene Tür nicht genutzt, ist nicht durchgegangen, musste ihrerseits zweimal in die Runde. Geht jetzt auf die Runde, ja. Während Simon auf die Zielgerade einbiegt. Rückstand für die deutsche Staffel auf Platz 5, jetzt 4 Minuten 12 Sekunden. Insgesamt mit 3 Strafrunden am heutigen Tag belastet. Frankreich ohne Strafrunde davongekommen mit 12 Nachladern. Julia Simon bringt jetzt gleich zu Ende, was Jean Monod, Brazas-Boucher und Chauveau begonnen haben. Eindrucksvoller Sieg, der erste der französischen Staffel in diesem Winter. Bislang triumphierte zweimal Norwegen. Heute also die französischen 4. Am Ende eindrucksvoll und auch souverän, denn sie hat jederzeit den Vorsprung auf Norwegen, auf Ingrid Landmark-Tandevold gehalten. Auch wenn die sich wirklich klasse geschlagen hat. Nochmal 3 Sekunden abgeknabbert hat von dem Rückstand von den 12 Sekunden und jetzt auf Rang 2. Und auch damit sind die Norwegerinnen sehr zufrieden. Junge Staffel mit Juni Arneklaiv, Marit Ishol Skogan, Caroline Offistad-Knoppen und der Leaderin Ingrid Landmark-Tandrevold. Sie hat alles gegeben, hat stark geschossen im Stehenschießen. Elvira Öberg am Ende Rang 3 nach 2 zweiten Plätzen für Schweden. Wieder auf dem Podium. Magnusson, Persson, Öberg und Öberg, die Namen der 4, die hier heute Rang 3 belegen. Tja, schade drum, die Chance auf Platz 4 war da. Michaela Carrara hatte sich 3 Strafrunden geleistet, aber auch Franzi Preuß kam nicht ungeschoren davon, musste zweimal kreiseln. Hier sieht man viele lächelnde und glückliche Gesichter. Also auch dieser dritte Platz für Schweden ist sicherlich völlig in Ordnung, obwohl es richtig gut losging. Erster Wechsel, die Schweden mit Anna Magnusson da noch auf Platz 1 und auch beim zweiten Wechsel noch auf Platz 2. Also Magnusson und Persson waren noch ein bisschen weiter vorn. Ja, Julia Simon hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie gut ihr die Strecken von Oberhof hier passen. Gestern dieser überragende Verfolgungssieg, ihr erster in dieser Saison. Im letzten Jahr war sie ja die Beste überhaupt, die Weltcup-Gesamtsiegerin, hat mittlerweile jetzt 8 Weltcup-Siege eingeheimst. Startnummer 2, Rang 3 für Schweden.
Das deutsche Quartett war in Östersund zum Auftakt Dritte. Damals war Selina Grotjan dabei für Sophia Schneider. In Hochfilzen die Deutschen dann auf Platz 5. Mit Grotjan, Hettich, Wiesensater und Vanessa Vogt auf der 4. Start Nummer 6, das ist die der Italienerinnen. Michela Carrara wird diese Schlussrunde so schnell auch nicht vergessen. Das letzte Schießen, was ihr komplett misslungen ist. Und dennoch hat sie am Ende Glück gehabt, behält den wirklich guten vierten Platz. Damit werden die Italienerinnen zufrieden sein, auch wenn sie hier vor ein paar Monaten Weltmeisterinnen geworden sind. Ich habe es ja schon angedeutet, heute nicht in der perfekten Besetzung. Vor allen Dingen Dorothea Wierer fehlt ihnen natürlich an allen Ecken und Enden. So, vierter Platz also für Italien. Die ersten drei Plätze hatten wir Ihnen jetzt ausführlich gezeigt. Frankreich, Norwegen und Schweden, alles wie erwartet auf diesen Rängen. Natürlich hatten wir gehofft, dass das deutsche Quartett da heute mitmischen kann. Die Chancen sind im Schneetreiben, im scharfen Wind von Oberhof zerstoben. Beim Auftritt von Sophia Schneider. Da ist die deutsche Mannschaft dann sehr weit zurückgefallen. Beim zweiten Wechsel waren es noch 58 Sekunden auf Platz 4. Da war noch vieles möglich. Dann allerdings 3 Minuten, als Franziska Preuß übernommen hat. Und jetzt sind es deutlich über 4 geworden für Franziska Preuß, die sich trotzdem bei diesem wunderbaren Publikum bedankt, das in diesen Tagen hier wieder ganze Arbeit geleistet hat. Deutschland auf Platz 5. Am heutigen Tag mit einem Rückstand von 4 Minuten und 20. Das soll es von hier gewesen sein. Weiter geht's mit dir, Michael. Jawohl, Julia Simon, die hat das Ding für Frankreich nach Hause gebracht. Der erste Saisonsieg in der Staffel für die Französinnen. Platz 5 in Östersund, Platz 3 in Hochfilzen. Und jetzt wieder 2 nach vorne gesprungen. Ganz nach vorne. Klar, verdiente Sache, das muss man würdigen. Aber man muss auch den Finger noch mal kritisch in die Wunde legen. Die deutsche Mannschaft heute einfach nicht in der Form, dass sie hätte angreifen können. Nein, dafür waren die anderen Staffeln auch läuferisch zu stark. Da haben wir viele Sekunden, vor allem auch am Bürgstieg, verloren. Da hätten wir auch am Schießstand und sonst wie verbiegen können, auch ohne Strafrunde durchkommen können. Das hätte am Ergebnis nicht so viel geändert. Wir gucken uns mal an, so diesen neuralgischen Punkt, wo das richtig gekippt ist. Das war, als Sophia Schneider die Strafrunde geschossen hat. Wenn wir noch mal das Video anschauen, was fällt dir auf? Naja, sie hat ja hier eine ordentliche Linkstendenz gehabt. Hat dann zwar auch reagiert, da hat man nicht so richtig gesehen, wie viel Rasten sie bei links gedreht hat. Das ist ja eine 6 links, eine 7 links. In Ringel ausgedrückt, dann müsste sie ja locker 5 bei links nehmen. Jetzt schau mal, sucht sind die Opta. Ja. Bei 2 Rasten, das ist eigentlich nach dem Bild viel zu wenig. Schießt dann nochmal einen Randtreffer links. Also insgesamt eine unruhige Serie. Da hat sie auch, lag sie natürlich auch lange. Und dann noch zu die Strafrunde dazu geschossen. Das hat natürlich Zeit gekostet. Sie hatte schon 58 Sekunden Rückstand von Janina mitbekommen. Dann ist es natürlich angewachsen auf 2 Minuten und insgesamt nach ihrem Rennen. Und damit war der Drops dann schon gelutscht. Ist natürlich bemitleidenswert. Ist natürlich auch das letzte Rennen einer harten Woche nochmal in Oberhof. Ja. Das dritte Rennen in den Knochen. Und Sophia Schneider ist nun auch keine, die schon 20 Jahre Rennerfahrung in den Beinen hat. Wir haben es gesagt, insgesamt die deutsche Mannschaft unter Wert. Sicherlich nicht das, was sie hätten abrufen können. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sieht man diese Leistungen einmal auf einen Blick. Das ist ein bisschen viel an Info, aber wir können da ja mal durchgehen. Vanessa Vogt, genau. Auch sicherlich nicht das, was sie kann, obwohl sie noch die Beste war in dem ganzen Reigen. Ich denke mit 06, 06, die Französinnen sind mit 12 Nachladern insgesamt durchgekommen. Wenn jeder nur 2 Nachlader geschossen hätte, wäre man gut dabei gewesen. Aber große Grafik, wir verlieren permanent Zeit. Ich denke, der größte Rückstand, oder schon bei Janina Hettich, weil es mit 56 Sekunden hätte man am Ende auch kein Podium gewonnen.
die Schießzeiten insgesamt, auch bei Janina mit 45 Sekunden, zwei Nachladern, das ist ein bisschen auch insgesamt zu langsam. Die zwei Strafrunden von Franziska Breuß am Ende, die sind ja auch dann ja, irgendwie gefühlt schon wieder geschenkt. Ist nur doof dann für das Gefühl, so hier aus Oberhof zu gehen Richtung Ruhpolding. Wir sehen hier an der Grafik, dass wir eigentlich irgendwie überall verloren haben. Einzig, was mir so ganz gut gefallen hat, war Vanessa Vogts letzte Runde. Da hat sie wenig Zeit verloren, eher ein bisschen gut gemacht. Und Franzi auf den ersten beiden Runden hat auch vorne zu Julia Simon nichts verloren. Das ist nochmal ein Fingerzeig, dass es auch im dritten Rennen noch ganz gut funktioniert bei den beiden. Ja, Franziska Preuß werden wir wahrscheinlich in dieser Sendung nicht mehr hören. Aber dann nennen Oton mit ihr, die muss sich umziehen bei der Kälte, dann auf sportschau.de, wenn Sie mögen. Wie fällt deine Bilanz aus dieser Oberhofwoche? Wir haben 6 intensive Rennen gesehen. Ja, irgendwie, ich bin natürlich ein kritischer Experte. Ich bin äußerst kritisch, weil ich natürlich auch mit dem Trainerauge da drauf schaue. Wir haben richtig gute Leistungen gesehen. Franzi Preuß, wir haben Benny Doll, wir haben einen tollen Philipp Horn, wir haben einen super Hannes Kühn mit einem fehlerfreien Stehenschießen im Sprint, insgesamt fehlerfrei, müssen hier läuferisch noch was machen, dann ist Hannes auch im Mann wieder fürs Podest. Wir haben die Einzelleistung, aber das mal konstant über das ganze Wochenende zu bringen, dazu gehört es noch, das muss noch dazukommen. Dann können wir insgesamt richtig zufrieden sein. Bei den Männern haben wir mit ein bisschen Glück und mithilfe der Norweger haben wir dann die Möglichkeit, ums Podest zu, um den Sieg zu kämpfen. Und bei den Frauen, ja, wenn diese Französinnen so ein bisschen ihre Form verlieren würden, dann hätten wir auch die Möglichkeit, da vorne bei den Frauen mitzukämpfen. Aber so in der läuferischen Verfassung, wie die 4 heute da waren, reicht es für Platz 2, Platz 3, was auch natürlich ein super Ergebnis ist.